Hab. Oh, Headshot, Alter. Was ist das für eine Waffe? Wollen wir darüber talken? Down! Alter, was für eine Waffe! Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Gestern, ja, also ich nehme es heute auf, aber gestern ist die neue Waffe rausgekommen und es hat sich in Tilted einiges geändert. Und ich dachte mir, ich schaue mir das jetzt mal mit Zetox gemeinsam an. Zetox kennt ihr sicherlich, Lost Member OG seit Tag 1 und wir werden heute mal ein bisschen mit der neuen Waffe rumspielen, die angebliche No-Build-Zone in Tilted ein bisschen erkunden. Und sollte das tatsächlich eine No-Build-Zone sein, ja Leute, dann ist es tatsächlich jetzt safe, dass ich in der nächsten WM auf jeden Fall bei Fortnite gewinnen werde. Weil Aim, das läuft, bauen, das läuft nicht. An der Stelle bin ich aber, wie gesagt, dran. Ne? Hier, Claw, ihr wisst Bescheid. Ich arbeite stetig dran. Falls ihr gestern meinen Stream verpasst habt, selber schuld. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig vorbeischauen. Ach, und wenn ich gerade schon am Pluggen bin, meine Freunde, Creator Code Revinzeit, ihr wisst Bescheid. Okay, gut. Halbautomatisches Scharfschützengewehr ist es also geworden. Ich habe mir natürlich mal wieder keine Stats dazu angeschaut oder sowas, aber auch keine Ahnung, was es dazu gibt. Ich glaube aber, es sind 10 Schüsse und wir haben jetzt Tilted Town als neue Stadt. Ja, es ist eine Westernstadt, in der es tatsächlich jetzt ein bisschen altertümlicher hergeht als in Tilted. Und das passt ganz gut zu dieser ganzen Season, denn die komplette Season geht ja so ein bisschen back to the roots. Wisst ihr, was ich meine? Also sprich, ein bisschen in der Zeit nach hinten. Und es gibt halt immer mehr Dinge, die quasi reversed werden, beispielsweise Dusty und so weiter und so fort. Es hat sogar schon tatsächlich in Paradise Palms, no joke, meine Freunde, erste Bäume aus Moisty Mire wiedergegeben. Moisty Mire, wer es nicht kennt, von Season, glaube ich, Season 5 ist es verschwunden, ne? Season 5, Moisty Mire verschwunden. Ein riesiges Sumpfgebiet und jetzt gibt es in Paradise Palms schon die einzelnen Bäume von Moisty Mire wieder. Das heißt, wer weiß, vielleicht kommt Moisty Mire zurück und Paradise Palms ist gone. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Tilted Town. Oh mein Gott, man sieht sogar die No-Build-Zone. Guck mal. Och, nee. Oh, Junge, nice, Alter. Seht doch, guck mal, jetzt bin ich cracked, Junge. Digga, mit dem Update bin ich der Champion schlechthin. Wenn das jetzt wirklich real ist und ich kann da nicht bauen, dann ist ja... Oh mein Junge, Gott, der ganze Server. Okay. Oh, ich glaube, oh lol, ich bin auch zu einem Western-Skin geworden. Ich lande hier vorne, bruh. Um die Ecke ist einer. Hast du ihn gesteelt? Du Schwein. Nice. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass man ihn nicht bauen kann. Das ist null. Hast du gerade versucht zu bauen? Ja. Ja, bruh. Okay, no build zone. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich gönn mir mal die Tommy, wenn ich darf. Okay, das ist weird, dass man nichts abbauen kann. Interessant auf jeden Fall. Ah ja. Ja, moin, Digga. Okay, er natürlich mit einer Pump, komplett OP, aber auf jeden Fall, ey, ich find's nice. Ich muss sagen, ich find's nice, Alter. Seht ihr, wir machen das jetzt nochmal, Digga. Okay. Wir machen das jetzt nochmal und schauen uns jetzt an, dass wir die in der No-Build-Zone mal komplett hier alles wegrasieren, Alter. Weil ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, meine Freunde, ihr wisst, bauen ist eine nice Meta in Fortnite. Und klar ist die wichtig und so weiter und so fort. Aber in meinen Augen ist das Aim mindestens genauso wichtig. Das Aim ist immer ein Stück weit zu kurz gekommen. Man kann mit dem Bauen, kann man theoretisch gleich das Aim echt gut countern. Oder seid doch mal ehrlich, also wenn du krass im Bauen bist und nicht aimen kannst, dann bringt es dir zwar auch nichts, aber du kannst halt trotzdem noch gegen einen Spieler, der dich eigentlich weglasern würde, komplett gut contesten. Es gab sogar mal ein Update, wo es nur 70 Build-Mats gehabt hat. Das fand ich auch ziemlich geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, komplett No-Build-Zone finde ich ein bisschen wack. Ich fände es cool, wenn man noch Dinge zerstören könnte und tatsächlich maximal so 50 Mats oder sowas hatte. Das reicht für ein paar Ramps und sowas. Das ist voll in Ordnung. Mehr braucht es in meinen Augen auch gar nicht. Würde so ein bisschen den Ursprungscharakter des Games irgendwie erhalten, aber trotzdem hat man halt die Möglichkeit, damit noch zu contesten. So. Okay, das ist diese alte, ist diese neue Waffe, diese Heavy Sniper, diese komische hier. Ich würde gerne mal die neue sehen eigentlich, bruh. Das Schöne ist, da fliegt doch gerade ein Roboter direkt nach Tilted. Guck mal, das macht ultra Spaß. Die Roboter sind ja richtig geil. Die finden ja alle Spieler cool. Wir hätten gern 18 Roboter pro Lobby, die direkt respawnen. It's time to stop. Lol, ich kann hier kein Lagerfeuer placen. Ich kann kein Lagerfeuer placen, Bro. Und keine Traps. Ich höre eine Kiste. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Ey, das ist doch dumm. Das ist doch wirklich nur dumm. Hey, Junge, jetzt wird gewindowcampt, Alter. Und haben welche. Hab einen. Okay, lass mal hier reingehen. Ich will auf jeden Fall mal die neue Sniper ausprobieren. Da vorne Gegner. Nice. Das ist anders geil. Oh, Headshot, Alter. Was ist das für eine Waffe? Wollen wir darüber talken? So haben wir Tilted dominiert? Ich habe ihn genockt mit Stinks. Ehrenlos. Komm, wir gehen rein. Boah, hab einen zweimal gehittet oben. Ey, das ist doch nicht real. Hey, Junge, ist das ekelhaft, Alter. Uff, Alter. Okay, das ist schon, also ist schon nice, aber auch belastend. Es ist nice und belastend gleichzeitig, Alter. Vor allem, stell dir mal vor, du bist in dem Endfight, ja? Bist so letzte Zone oder so vorletzte Zone irgendwas. Und dann bist du in dieser gottverdammten Stadt hier getrappt. Und dann, also ich hoffe mal, dass die Zone niemals hier endet. Und das Problem ist halt auch, wenn du hier so offen rumläufst, du musst halt die ganze Zeit wirklich Angst haben, dass du von irgendwo Schellen kassierst. Also es hat hier halt überall so kleine, guck mal hier, das haben sie halt schon ganz gut gemacht. Es hat hier überall so kleine Dinger, wo man sich so hinknien kann und sowas, ne? Aber das
Problem ist, wenn du jetzt... Okay, ein Lagerfeuer funktioniert auch. Nice. Über die Roboter brauchen wir gar nicht sprechen, Leute. Die sind natürlich absoluter Müll. Die neue Sniper-Doh, ich muss sagen, ich finde sie geil. Sie bockt. Sie bockt. Vor allen Dingen ist es wieder... Kennst du es, wenn eine Waffe geil klingt? Ja. Und dann Spaß macht, damit zu spielen? Vor uns Buildfight. Wollen wir uns einmischen oder nicht? Ja. For reals, though? Ja. Down! Alter, was für eine Waffe! Ich habe sein Leben gelasert, Junge. Ich habe sein Leben gelasert. Der wird nie wieder dieses Spiel spielen. Das ist ja insane, diese Waffe. Die ist ja mal komplett akkurat. Junge, Junge, Junge. Also das ist schon anders krass gewesen. Das war schon anders stark. Die braucht er auch. Boah, Junge. Die braucht nicht mal Sniper-Munition. Stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, okay, Digga, dann ist ja wirklich, also dann ist ja auf andere Art und Weise unfair, damit zu spielen. Beide down. Er gibt mir natürlich wieder mit Combat... Die Schmerzen meines Lebens. Ah, da, ja. Dog, aim. Oh, Junge, ehrenlos. Ah, das ist die Bridge-Taktik, ne? Junge, was ist das hier, Alter? Richtiger Säulengang, altes Rom in deinem Kopf. Wie viele Kills hast du? 10? Ja. Ah, stark. Der made his one shot. Ja, auch. Hoch will er noch? Bisschen, ja. Ah, Bro. Oh, ich habe ihm in der Luft noch einen Ausruf gegeben. Nice one. Well played, bro. Ja, keine Ahnung, Leute. Also, ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal eine Challenge nur mit der Waffe No-Scope tatsächlich. Finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein ganzes Fazit gibt es einfach nach der Runde. Bis gleich. Okay, Leute, ich fasse euch das ganz kurz zusammen, ja. Roboter in der neuen Stadt Tilted Town. Es kommt ein Roboter, ich habe absolut Angst. Hier rein? Aber hier sind wir OP, Digga. Der Roboter kann hier keine Gebäude kaputt machen. Ah! Meta, Junge, Meta. Der kann uns nichts tun. Der kann uns nichts tun, der Roboter. Ganzer Bildschirm wackelt, aber kein Damage. Oh mein Gott, was für ein Bot. Nice. Ja, absolut broken. Man kann natürlich halt nichts machen, weil als Roboter kannst du halt keine Gebäude zerstören, also bist du da komplett useless. Ja, No-Scope mit der neuen Waffe sieht dann ungefähr so aus. Ja. Ist unmöglich, damit zu no-scopen. Mit dieser Waffe so no-scopen macht gar keinen Sinn, Digga. Ja, funktioniert also gar nicht. Ich würde sagen, jetzt geht es einfach nur darum, dass wir noch eine schöne zweite, vierte, fünfte, 18. Runde spielen, Alter. Damit ich dieses Game endlich ausmachen kann. Ich werde es auch nichts mehr dazu sagen, außer guter Ansatz. Überdenkt das nächste Mal nur, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen was kaputt machen kann. Dankeschön. Ich meine, der Loot ist auf jeden Fall... Also es sind halt einfach alle Waffen, die ich hasse, Digga. Ja, Real Talk. Sämtliche Waffen, die ich überhaupt nicht leiden kann in meinem Inventar. Und das ist schön. Mit ein bisschen Angst. Dieser Sch*** Trommelgewehr. Ja, weißt du, wie viel ich ihn wieder gedrückt habe? 16 Schüsse, 3 Schaden. Er ist dead, der Roboter. Ich hab einen gekillt. Richtig. Nice. Im Roboter. Lol. Seine Combat, ich sehe sie. Das ist meine, brauchst du gar nicht nehmen. Aha, die gehört mir. Nein, gib mir 100 Damage für den Trommelschotgun, Alter. Junge, wieso krieg ich schon wieder 200 Damage? Kannst du mir das erklären? Hasi, Alter. Nein, warte, dann gib mir den Biggie. Nö, nehme ich den Biggie. Und den Slurp. Ist hier schon dieses... Ja, nice. Ist hier noch nicht. Gut zu wissen auf jeden Fall. Nice one. Weg hier! Einer ist down. Diese Zone hier ist auch wirklich maximal verwirrend, oder? Ja. Man kann hier richtig schön ins One-by-One exploiten. Was heißt das? Sprich Deutsch. Ich musste finishen, es tut mir leid. Es war mir persönliches Anliegen, dass der Typ stirbt. Es musste einfach nur eine Strafe sein, dass der Typ weiß, man spielt diesen Roboter nicht. Kotzt mich das an, Alter. Season 10. Er ist One-Shot. Ja. Das kann doch nicht sein! Diese neue Sniper ist wirklich Scope der Air und Crack. Junge, ich bin so raus, Alter. Den kriegst du. Natürlich krieg ich den, aber ich bin halt trotzdem aimmäßig raus. Komplett OP, diese Combat Pump, Alter. Immer noch OP. Kannst du mir nicht erzählen, dass diese Waffe irgendwo gebalanced ist, Alter? Ich habe die gerade komplett auseinandergenommen. Das ist einfach nur unfair. Deinstallieren. Aber ganz schnell. Oh, Mann. Wo ist die Zone? Achso, die ist wieder in Usbekistan. Hier vorne hat so ein, immerhin gibt's noch die guten alten Rifts, Alter. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist, Leute. Aber es gab ja tatsächlich die ersten Sichtungen von den Bäumen aus Moistimaya hier. Der ist lang down. Der Mate ist lasert. Beide Laser, beide Schildbrock.
Ich habe einem oben maximal die Ehre genommen. Ich noch. Der andere hier oben ist low. Ich finish ihn. Ich finish ihn. Hey, du! Junge, dieses Müllspiel! Das sind beide Shieldbreak, Alter. Beide komplett low. Und trotzdem holt er mich. Ist er der bessere Spieler? Nein, ist er nicht. Ach nein, Bruder. Mach doch nicht so. Mach gleich selbst die Show. Ich bin der Schütze. Guck mal, wie wir hier alles kaputt machen, Alter. Geil, oder? Stell dir vor, da sind ein Spieler drin. Wir machen kurz einen Lil Dance. Ja. Wo? Da vorne. Ah, da. Lil Stomp. Bam. Hier wieder Schütze rein, ja? Let's go. Auf geht's, Alter. Komplett ekelhaft. What you want, kid? Holy crap. Ja, Junge, man ist ja so unbeweglich hier oben drin. Das ist ja unglaublich. Aber er hat es aber auch studiert, das Teil. Oh mein Gott, er ist wirklich der beste Spieler. Ich steig aus. Oh mein Gott, Alter. Ja, der Roboter ist hoch. Ja, durch die Explosion von unserem oder was? Ja, finde ich mich doch! Finde ich mich doch! Du bist ein ein gottverdammter Ey! Gut, nach dieser Runde, wo ich am besten tatsächlich gegen den Teammate gefaltet hätte, anstatt gegen den Genockten, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Game mit diesen Robotern ist momentan ein absoluter Müllhaufen. Ich kann nur hoffen, irgendein Entwickler bei Epic Games zu Sinn kommt und sagt, nein, die patchen wir raus. Schaut auf jeden Fall bei Zedox vorbei. Neue Buildmeter in Tilted, ganz cool. Neue Waffe, komplett broken OP. Ich bin damit raus. Bestes Update seit langem auf jeden Fall. Nutzt meinen Creator-Code. Sub bei Zedox rein. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.